Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Heute zeige ich euch mal was. Ich bin hier gerade ein bisschen rumgerannt und dann habe ich diese Kiste eben bemerkt. Und dann nehme ich eine Nachricht. Ich weiß noch nicht, was drin ist oder was drin steht. Aber das werden wir jetzt mal gucken. So. Book and Quill. Lieber Julian, ich habe dir von einer KI durch die Konsole Items schicken lassen, die du vielleicht brauchst. Ab und zu erhältst du einige Materialien. Ich melde mich wieder, wenn du etwas bauen sollst. Okay, was haben wir denn hier? Ja gut, eine ganze Box voll mit Stuff. Ein Sterling Generator, Eisen, Stone Bricks, Birchwood Planks, Glas, Copper Ingots, das brauchen wir für den Alloy Smelter. Ein Diamond Chisel. Alter, was ist das bitte schön für eine Durability? Das ist eine Durability von 796.480. Ach, hätte doch nur eine Pickaxe so viel. Bisschen Dark Oak und Kohle. Na gut, Kohle kann ich ja schon mal mitnehmen. Und den Sterling Generator auch. Den Rest holen wir gleich. Den bauen wir erstmal unten auf. Dann würde ich sagen, diese Folge machen wir den Alloy Smelter fertig. Bauen den unten auf. Weil wir uns dann diesen Ofen nicht mehr. Weil wir dann den Ofen nicht mehr brauchen. Das packen wir dann alles hier schön in die Technik. Zack, Shift. Jetzt muss ich gerade aber nochmal gucken gehen, wo habe ich denn die Energy Conduits hingepackt? Sind die hier in der Kiste? Ja, hier Energy Conduits. Aber den zweiten Sterling Generator ja natürlich auch noch anschließen müssen ans Energieversorgungsnetz. Dafür kloppen wir einfach mal das hier weg. Machen so und jetzt sollte das eigentlich hier mit Energie alles versorgen. Ja, sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt gerade noch mal gucken, dass ich den Alloy Smelter dran klemme, auch noch an die Energieversorgung da. So. Also, was brauchen wir denn eigentlich für den Sterling Generator alles? Für den Alloy Smelter, ups. Nee, keine Sägemüll. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alloy Smelter. Okay, drei Öfen. Bisschen Eisen. Ah, hierfür, okay. Ja, dann machen wir hier schon mal einen Durchbruch. Das wird ja eh alles weggemacht. So, dann packen wir hier das hier ein. Und das Eisen. Habe ich überhaupt noch Cobble? Nee, ich habe nicht mehr so viel Cobblestone. Scheiße. So. So, 63. Und wir haben die Redstone-Schaltung freigelegt. Gut, das soll uns aber gerade noch nicht jucken.
So, drei Öfen brauche ich. Complete a skeleton, burn it to death. Okay. Gut, uns fehlt Gold und Redstone. Das sollten wir allerdings schon rausgesiebt haben. Also hier haben wir schon mal ein bisschen Gold. Das müssen wir dann allerdings mal kurz dazwischen schieben. Zack. Gold und Redstone. Ah ja, packen wir erstmal hier. Das. Passt hier sonst noch irgendwas rein? Nee, dann müssen wir jetzt hier. Packen wir nämlich erstmal alles raus, was wir nicht brauchen. Da muss Redstone doch hier unten irgendwie noch sein, oder? Weil da hatte ich das alles für die Schaltung benutzt. Ja, scheiße, das habe ich alles für die Schaltung benutzt. Naja. Das heißt, ich muss hier das mal gerade eben rausnehmen, alles. Genauso wie das. Genauso wie das. Und hier das reinpacken. Und dann das hier rausnehmen. Und dann wird das jetzt zu Sand gemacht. Sand. Muss ich mal gerade eben gucken. Das Problem ist, wenn ich glaube, Sand durch sieben bringt gar nichts, genau. Zack. Ja, was mache ich denn jetzt? Da musst du mal kurz weg. Dann drop das hier alles raus. Ja, trotzdem bringt es nichts, weil ich muss so, und jetzt ist das Sieb außer Kraft. Sammelt jetzt nur noch fleißig Energie. Dann müssen wir das jetzt, repariere ich das offscreen bis in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, ja. Gut, ich zeige euch mal kurz, was ich unten noch gemacht habe. In der letzten Folge hatten wir darüber geredet, dass ich das da unten noch verkleide. Das habe ich gemacht. So, du kommst jetzt hier raus in so einen, ja, noch ziemlich öden Raum. Hier geht es dann zur Mine. Und hier von außen, das fand ich ja ganz gut, weil es relativ noch schlicht ist. Ich habe hier ein bisschen mit Smooth, mit den ganzen normalen Steinen gearbeitet. Und ja, wisst ihr was? Dann machen wir den Alloy-Smelter in der nächsten Folge. Und diese Folge gehe ich dann nochmal gerade hoch und fange mit dem Bau mit der Erweiterung an unseres Hauses. Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei knapp 10 Minuten, aber irgendwas möchte ich diese Folge noch machen. Dann wird es halt jetzt eine längere Folge. Und ja, gut. Also hier muss ich mir echt was überlegen, dass wir hier ein bisschen besser hochkommen.
Ja, also jetzt sind wir fast oben nach gefühlt einer 30 Tage Reise. Und als allererstes müssen wir natürlich das Glas hier zerschlagen. So, dann wird das hier weggemacht. Hier, das wird weggemacht. So, hier müssen wir dann noch mal kurz hoch. So. In Ordnung. Hier, das wird nochmal weggemacht. Und jetzt müssen wir hier den Boden aussieben. Dann nehmen wir aber direkt hier die mit in die Hand. Und zack. Bauen hier das aus. So, und da muss ich jetzt gleich den Chisel mitnehmen. Gut, hier ein wenig. So, dann war es das auch schon mit dem Boden. Soweit. So gut. Jetzt müssen wir hier nur noch die Wand einziehen.
Ja, also während des Bauens rede ich meistens nicht so viel, weil, was soll ich da auch großartig erzählen, so, ne? Also soll ich sagen, ja, jetzt hier baue ich den Stein hin, hier den und so. Und das einfach finde ich doof. Also, da haben wir das Gold. Dann brauche ich jetzt etwas Glas. So, und ich meine, klar, ich habe jetzt viel. Allerdings können wir das auch noch benutzen für die diversen Häuser unten in der Stadt. Da wird ja noch ein Shop gemacht, wo ich dann möglicherweise dann auch Leute reinkommen. Und ich dann da was kaufen kann. So, wie machen wir es denn hier jetzt? Mache ich hier ein Flachdach? Ja, komm, ich mache ein Flachdach aus Birchwood. Da können wir hier nämlich auch eigentlich noch mal irgendwann eine Ebene draufsetzen. So, dann hätten wir das Haus hier jetzt den Anbau hier fertig. So, und dann werde ich offscreen die Kiste noch nach unten verlegen und hier ein bisschen Deko reinbringen noch. Und dann würde ich sagen, war's das auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.